fürstliches Leben im 21. Jahrhundert. Schloss Rheda in Westfalen, seit mehr als 6 Jahrhunderten Stammsitz der Bentheim-Tecklenburgs. Wenn Nordrhein-Westfalen die eigene Geschichte aufarbeitet, dann stößt es dann wieder in irgendeiner Form auf meine Familie. Mit langer Tradition. Ist nicht wie ein Politiker, der ein Amt hat und dann irgendwann in Rente geht. Eine Erbprinzessin mit einer berühmten Tante, Rosamunde Pilcher. Das Erbprinzenpaar. Wer sich unsicher ist, der sollte durchlaucht sagen, wenn man beide anspricht, durchlauchten. Ein fürstlicher Spagat. Wenn einer was von Adel hört, dann gehen die alle sofort einen Meter höher. Ne? 5 Schlösser gehören der Familie mit den klangvollen Namen. Erbprinz und Erbprinzessin zu Bentheim-Tecklenburg, Graf und Gräfin zu Tecklenburg und Limburg, Herr zu Rheda, Wevelinghofen, Hoya, Alpen und Helpenstein, Erbvogt von Köln. Hier beginnt die Geschichte der Bentheim-Tecklenburgs, in Hohenlimburg bei Hagen. In der Blütezeit des Mittelalters, im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Am Anfang stand ein Mord, nämlich der Mord des Grafen von der Mark, Isenburg, am Erzbischof Engelbert von Köln im Jahr 1225. Im Übrigen war das schon eine gewaltige Geschichte, weil Erzbischof Engelbert ja Reichsverweser war. Der Kaiser war im Heiligen Land auf dem Kreuzzug und hatte den Erzbischof eingesetzt als Vormund für seinen Sohn und als Reichsverweser. Und darum war das schon fast ein Kaisermord. Es geht um Macht und Einfluss in Rheinland und Westfalen. Der Mörder wird öffentlich hingerichtet, sein Vermögen konfisziert. Es war nun eine mittellose Familie geworden und so rachedurstig war man im Mittelalter offenbar nicht, dass man auch das den Kindern noch heimzahlen wollte. Man wollte eben doch dann die Kinder das nicht vergelten lassen, was der Vater gemacht hatte. Der Sohn bekommt die Grafschaft Hohenlimburg und baut ein Schloss. Die Familie nennt sich von nun an Grafen von Limburg. Über Jahrhunderte und Generationen hinweg wird der Besitz an die Kinder vererbt. Im 16. Jahrhundert heiratet eine Tochter einen Grafen Bentheim. Der erbt das Schloss und den Namen Limburg, den die fürstliche Familie bis heute trägt. Hoch über der Stadt Hohenlimburg ragt das sagenumwobene Schloss. Besonders die Geschichte von der Schwarzen Hand. Und ich habe schon auf dem Parkplatz geweint und habe gesagt, ich möchte nicht mit, weil ich immer so Angst vor der Schwarzen Hand hatte. Die Schwarze Hand. Im Schlossturm lagert das schaurige Relikt. Von einem Scharfrichter, einem Knaben, abgeschlagen, weil er diese gegen seine Mutter erhob. Damals im dunklen Mittelalter. Ob die Geschichte stimmt, keiner weiß es. Seit 50 Jahren lebt niemand mehr aus der fürstlichen Familie zu Bentheim-Tecklenburg auf diesem Schloss. Heute wird es als Museum, Konzertsaal, Standesamt und Restaurant genutzt. Seit einigen Jahren ist die Hohenlimburg wieder unter der Verwaltung der Erbprinzen, die jetzt höchstpersönlich die Vermarktung organisieren. Eine Aufgabe mit Geschichte. Es gab 30er Jahre Krieg und Festungen, aber trotzdem steht es noch. Deswegen. Das Erstaunliche bei Schloss Hohenlimburg ist, es war wirklich immer im Epizentrum aller militärischen Auseinandersetzungen, die es gab, bis hin zum Zweiten Weltkrieg. Siebenjähriger Krieg, Kölnischer Krieg wurde das hier belagert. Schloss Hohenlimburg, schon seit dem Mittelalter schwer umkämpft und doch nie erobert. Hundert Kilometer nördlich regiert ein anderer Vorfahre der Familie. In der Grafschaft Tecklenburg herrschte Graf Konrad, der Wilde Kort, nannte man ihn, weil er
doch wohl nicht immer den Regeln der Zeit gemäß Politik betrieb, sondern doch ziemlich rigoros sein konnte. Der war mit Philipp von Hessen verwandt. Philipp von Hessen war einer der Protagonisten der Reformation in Deutschland und führte sein Land relativ früh der Reformation zu, der lutherischen Reformation zu. Die lutherische Reformation erfasst auch Reda. Dort sind die Bentheim-Tecklenburgs zu diesem Zeitpunkt schon seit fast 300 Jahren die Herren. In den Besitz kommen sie, als im 13. Jahrhundert ein Graf Tecklenburg die einzige Tochter des Schlossherrn heiratet und einen Onkel, der glaubt, der rechtmäßige Erbe zu sein, in den Schlossturm sperrt. Familienkrach in höchsten Adelskreisen. Der Gefangene war ein Vorfahr von mir, der gefangen gehalten wurde, ebenfalls von einem Vorfahr von mir. Ja, das sind nette Familienverhältnisse von damals. Der musste dann diverse Tage dort sitzen, das sieht man dort an den Strichen, die er dann gemacht hat, so lange, bis er sich bereit erklärt hat, den Vertrag zu unterschreiben. Erst vor wenigen Jahren wurden die Wandzeichnungen bei einer Renovierung entdeckt. Die Religion. Spätestens seit Graf Arnold II., dem Enkel des wilden Kort, spielt sie eine gewaltige Rolle in dieser Familie. Der studierte Theologe und Jurist prägt Land und Familie. Es war auch eine gewisse Mode am Ende des 16. Jahrhunderts, dass Fürsten ihre Söhne zum Studium nach Heidelberg oder Basel oder Straßburg schickten. Und dort wurden sie in der reformierten Religion erzogen, lernten auch die Grundsätze des reformierten Glaubens dort und kamen zurück und haben ihre Länder dann mehr oder mehr dem Calvinismus, wie man es wohl besser ausdrückt, zugeführt. Um 1590 folgt Graf Arnold II. In seinen Territorien der Reformation nach Calvin. Reliquien und Kreuze verschwinden aus den Gotteshäusern. 2009. Sonntagsgottesdienst in der reformierten Kirche in Hohenlimburg. Erbaut Mitte des 18. Jahrhunderts durch einen Bentheim-Tecklenburg. Erbprinz Maximilian und Erbprinzessin Marissa auf der Fürstenbank. In 9 Kirchengemeinden hält die fürstliche Familie bis heute das Patronat. Sie sind die Kirchenherren, wie es offiziell heißt. Bis 1948 waren sie für Bau und Renovierung der Gotteshäuser zuständig. Und die Pfarrer waren ihnen unterstellt. Noch immer haben sie ein Mitbestimmungsrecht bei der Besetzung der Pfarramtsstellen. Ich denke, dass diese beiden Institutionen, Kirchengemeinde und Fürstenhaus, auch etwas gemeinsam haben in dieser Gegenwart, in dieser Zeit. Denn wir beide sind ja einem gewissen Modernisierungsdruck ausgesetzt. Das heißt, wir müssen den Menschen in der jetzigen Zeit irgendwie erklären, warum es uns noch geben soll. Eine kleine reformierte Gemeinde in Hohenlimburg und das Fürstenhaus Bentheim-Tecklenburg. Heute finanziert sich die Gemeinde unter anderem aus Mieteinnahmen von Häusern, die der damalige Graf 1750 der Kirche geschenkt hat. Die Reformation ist ja der Ursprung nach Max Weber des Kapitalismus. Das ist ja die Formel, die da gefunden wurde. Und das wurde allerdings hier auch etwas gelebt. Das heißt, die wirtschaftliche Tätigkeit der damaligen Untertanen, aber auch später der eigentlichen Familie, war immer enorm wichtig. Die Bentheim-Tecklenburgs leben von ihren Ländereien. Bis 1808 zahlen die Untertanen Steuern. Auch die geschickte Familienplanung spielt wirtschaftlich eine Rolle. Die Geschichte der Familie Bentheim ist natürlich äußerst kompliziert. Heiraten noch und noch hat es gegeben, die dann immer wieder dazu geführt haben, dass das Territorium erweitert worden ist. Eine wunderbar friedliche Angelegenheit, Länder zu erwerben. Unter Napoleon ist es vorbei mit dem Frieden in den Grafschaften Hohenlimburg und Reda. Zunächst von den Franzosen besetzt, verlieren sie nach der Niederlage Napoleons endgültig ihre Eigenständigkeit. Die Bentheim-Tecklenburgs werden Untertanen des preußischen Königs.
Das ist sehr schmerzlich gewesen. Sie wurden allerdings entschädigt dadurch, dass sie die Klöster säkularisieren konnten und das Klostervermögen gewissermaßen in die Tasche stecken konnten. Die Klöster Herzebrock und Klarholz werden aufgelöst. Ein großes Vermögen, Schlösser und hunderte Höfe gehören ab jetzt den Bentheim-Tecklenburgs. Vor der Säkularisierung war es so, dass immer ein Ausgleich gefunden werden musste, auch mit den Klöstern, die dort eben die Landstände waren. Und das war nach der Säkularisierung dann nicht mehr der Fall. Da war der Fürst letztendlich für eine gewisse Zeit auch Alleinherrscher. 1817 wird Emil Friedrich Karl zu Bentheim-Tecklenburg vom preußischen König zum Fürsten ernannt. Seine Erben heiraten alle in die besten protestantischen Familien. Die Bentheim-Tecklenburg sind reich, sogar Mitglied im Berliner Oberhaus. Überzeugte Preußen sind sie nicht. Da ist immer ein Stachel geblieben. Man hat mit dem Hause Hohenzollern nie so recht etwas zu tun haben wollen. Trotz der Entschädigungen und all der Wohltaten, die dann von dort aus gekommen sind, hat man immer wieder das als bitter empfunden, dass die Hohenzollern im Grunde die Grafen von Hohenlimburg und abgesetzt hat. Dennoch nutzen sie ihren Einfluss beim Hohenzollern-Kaiser. Dem Fürstenhaus ist zu verdanken, dass 1887 die erste Bahnstrecke von Minden nach Köln an Reda vorbeiführt. Als die Eisenbahn gebaut wurde, die eigentlich ursprünglich über Paderborn und Lippstadt gehen sollte, eigentlich große Städte, hat mein Vorfahr interveniert und gesagt, nein, wir brauchen hier eine Eisenbahn für die wirtschaftliche Entwicklung in Reda und Gütersloh. Und das ist auch passiert. Mit der Bahn kommt der wirtschaftliche Erfolg. Fürst Gustav, der Urgroßvater des Erbprinzen, gilt als moderner Standesherr. 1902 zahlt er aus seiner Privatschatulle die Renovierung der kleinen Reda-Synagoge am Rande des Schlossparks. Die jüdische Gemeinde durfte dann am Sabbat in den Schlossgarten, den hatte sie dann exklusiv für sich. Und mein Urgroßvater ging auch mit seinem Zylinder immer in die Synagoge und hat dort am Gottesdienst teilgenommen. Die kaiserlichen Husaren, Elitegarde in Berlin. Nach dem frühen Tod seines Vaters wird Adolf, Großvater von Erbprinz Maximilian, der vierte Fürst zu Bentheim-Tecklenburg. 1914 zieht er als Leutnant der Husaren in den Ersten Weltkrieg. Er wurde gefangen genommen in Russland 1917 und hat dort dann die russische Revolution letztendlich miterlebt. Und in diesem Chaos, das da entstanden ist, hat er es auch geschafft, wie auch immer, einen Zug zu mieten und ist mit dem Zug dann gemütlich Richtung Westen wieder gefahren und ist dann irgendwann hier in Deutschland wieder ausgestiegen. Es ist ein verändertes Land, in das der Fürst zurückkehrt. Der Kaiser hat abgedankt. Mit der Weimarer Reichsverfassung werden alle Vorrechte des Adels abgeschafft. Der Titel ist nur noch Bestandteil des Namens. Deutschland ist eine Republik, vielerorts abgelehnt, so auch im Fürstenhaus zu Bentheim-Tecklenburg in Reda. Der Großvater des Erbprinzen engagiert sich in der deutschen Adelsgenossenschaft. Diese Adligen wehren sich gegen Demokratie und Parteiensystem, wollen die Monarchie reanimieren. Er gehört zu den Adligen, die nach 1918 eine Position einnehmen, die sich dem Nationalsozialismus annähert. Er geht aber vor 1933 nicht in die NSDAP, tritt nicht in die Partei ein, was auch praktisch nicht standesgemäß gewesen wäre für einen Standesherrn, für einen Fürsten. Gemein machen mit dem Volk will man sich nicht. Anfang der 30er Jahre wird Fürst Adolf der Präsident der Adelsgenossenschaft. Fürst Adolf zu Bentheim-Tecklenburg ist verheiratet mit Amalia zu Schönburg-Waldenburg, einer Prinzessin aus sächsischem Uradel. Der Fürst ist begeisterter Hobbyfilmer. Das fröhliche und entspannte Privatleben der Familie ist Thema dieser einmaligen Zeitdokumente. Zu Hause auf Schloss Reda merkt man nicht viel von der großen Politik.
in einer Persönlichkeit gibt es ja immer zwei Seiten. Nicht? Mein Schwiegervater war ein sehr liebenswerter Mensch. Aber das Liebenswerte und auch das ein bisschen Abgründige, das war sehr nah beisammen. Nicht? Das war eine merkwürdige Sache, was man ja wahrscheinlich für viele historische Persönlichkeiten auch sagen kann. Wenn man meinem Schwiegervater begegnete, war er einfach ein hinreißender Mensch. Das war einfach, nicht? Der kam und brachte mir die ersten Veilchen. Oder es wurden ihm mal zwei Hunde erschossen und er weinte. Die Kinder des Fürstenpaares wachsen behütet und abseits der politischen Verwicklungen auf. Große Reisen gibt es kaum in dieser Zeit. Man ist standesbewusst, abgehoben von Gleichaltrigen im Ort. Prinzessin Gustava, Prinz Nikolaus und Erbprinz Moritz Kasimir genießen eine unbeschwerte Kindheit. Das wurde jeden Abend zugemacht, dieses große Tor, was man unten hat, dieses eiserne, gusseiserne Tor. Und dann war es eigentlich uneinnehmbar. Aber auf dem Graben sind wir immer Schlittschuh gelaufen. Einmal kam der Reichsjugendführer kam mal vorbei, wir mussten Spalier stehen. Und der Mann kam und kam und kam nicht und dann sind sie wieder weggegangen. So war es halt. Und zur HJ war natürlich auch auf dem Werl, da musste man marschieren, weil eigentlich kein Mensch weiß warum. Ich meine, das war ja aus der ganz alten Zeit, wo die Regimenter noch in Formation auf den Feind losgingen. Das war ja nicht mehr. Es wurde aber weiter gemacht. Und beim Militär in Ostpreußen haben wir auch solche Sachen gelernt. Unsinnig. Fürst Adolf filmt nicht nur die Familie. Auch Bau und Eröffnung der Autobahn A2 unweit des Schlosses werden von ihm dokumentiert. So hält die Politik Einzug im beschaulichen Radar. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs stationiert die Reichswehr Einheiten im Schloss. Seit Mitte der 30er Jahre ist der Fürst auch Mitglied der NSDAP. Ich glaube, dass Entheim aus der sozialen und kulturellen Position heraus, aus der er operiert, Restskepsis hatte gegen die Partei, gegen Versatzstücke der Ideologie, die ihn aber eben nicht gehindert haben. Und das ist das eigentlich, wie soll man sagen, Problematische bei Männern, die es hätten besser wissen können und besser hätten wissen müssen, aufgrund ihrer Ausbildung, aufgrund ihrer Bildung und aufgrund ihres sozialen Status. Was ihn nicht daran gehindert hat, trotzdem zu paktieren mit dieser Partei. Und zwar sehr früh und sehr eindeutig. Unter Fürst Adolf ist die Adelsgenossenschaft strikt regimetreu. Bentheim hofft vergeblich, Hitler die Gewährung alter Rechte für den deutschen Adel abbringen zu können. Trotzdem verurteilt er noch 1944 in einem Telegramm an Hitler das Attentat Stauffenbergs. Es fügt sich doch aber in eine sehr konsequent verlaufende Linie ein, die bei Bentheim spätestens mit 1918 beginnt, wahrscheinlich früher. Und diese Linie war eben der Weg nach rechts außen über den Antisemitismus hin zu gewalttätigen Lösungen, hin zur Wiederaufrüstung, hin zu einem Revanchekrieg und zu einem Bündnis mit der NS-Bewegung. Warum sollte die jetzt hier im Juli 1944 plötzlich abbrechen? Bis zum Kriegsende 1945 steht der Fürst an der Seite der Nazis. Man kann das natürlich nur bedauern, dass er sich da so in diese Nähe gebracht hat. Er war ursprünglich konservativ und ist dann auf die nationalsozialistische Seite gegangen. Das ist eine schwierige Geschichte, mit der man eigentlich auch nur schwer leben kann. Vor allem, weil natürlich er auch als sozusagen der Aushänge adlige Nazi bezeichnet wurde. Fürst Adolf zu Bentheim-Tecklenburg ist noch bis Mitte der 50er Jahre Präsident der Adelsgenossenschaft. Politischen Einfluss hat er keinen mehr. Die Schlösser der Bentheim-Tecklenburgs werden 1945 von britischen und amerikanischen Truppen besetzt. Schloss Hohenlimburg wird nach dem Abzug der alliierten Soldaten Heimatmuseum der Stadt Hagen. Im Hof finden Theateraufführungen statt. In den Räumen ist ein Museum eingerichtet. Ich bin ein Offizier, habe ein Ehrenwort. Die Klöster Klarholz und Herzebrock mit den dazugehörigen Gebäuden vermietet Fürst Adolf an die Gemeinde und Privatpersonen. Das sichert neben der Forst- und Landwirtschaft den Lebensunterhalt der Familie.
Schloss Sreda wird zunächst von der britischen Armee requiriert. Später werden die Räume vom Fürstenhaus vermietet. Die hohen Renovierungs- und Unterhaltskosten belasten den Fürsten sehr. Wir stehen hier in einem Schloss, das zu den bekannten Wasserschlössern Westfalens gehört. Es ist heute längst zweckentfremdet. Es ist eine Gehörlosenschule untergebracht und die Familie bewohnt es schon seit ungefähr 20 Jahren nicht mehr. Nie wieder wird der Fürst auf Schloss Sreda leben. Das Schloss sei Vergangenheit, sagt er nach dem Krieg. 1967 stirbt er bei einem Autounfall. Der älteste Sohn, Erbprinz Moritz Kasimir, wird Fürst. Ich hätte es nicht gerne gemacht, nein. Aber das habe ich einen Tag nach dem Tod meines Vaters meiner Mutter gesagt. Gott sei Dank macht das jetzt mein Bruder. Und er hat es sehr gut gemacht, sehr gut. Moritz Kasimir ist der Vater des heutigen Erbprinzen Maximilian. Mitte der 50er Jahre trifft er seine spätere Frau auf einem Fest bei Verwandten. Wie ich meine Mutter besucht habe, hatte ich eigentlich gar nicht so rechte Lust, irgendwas zu tun, sondern ich bin, wollte ein bisschen Ruhe haben. Und irgendwann gab es mal einen Geburtstag, da gab es diesen jungen Mann und weiß nicht, da ist es dann passiert, nicht? Passiert ist es in Afrika. Moritz Kasimir besucht Verwandte, Sissi von Hardenberg, ihre Mutter. In den 20er Jahren kaufen Sissis Eltern, Graf und Gräfin von Hardenberg, eine Farm in Südafrika. Ein abenteuerliches Leben beginnt, auch für das kleine Mädchen. Später als Fürstin wird Sissi mit ihren Kindern immer wieder nach Afrika reisen. Ich habe eigentlich auch immer noch Sehnsucht nach wunderbaren Horizonten und Bergen und was da alles ist. Aber meine Mutter hat 65 Jahre da gelebt. Sie war eine Legende dort in Afrika. Und zumindest in dem Umkreis von 200 Kilometern, würde ich annehmen. Bei den Schwarzen sowohl, bei den Weißen. Sie war wirklich sehr mütterlich zu den Schwarzen. Zurück in Deutschland nimmt Sissi eine Einladung nach Schloss Bosfeld an. Dort leben die Bentheim-Tecklenburg seit Ende des Zweiten Weltkriegs, nur wenige Kilometer entfernt von Reda. Da war ich plötzlich wieder bei den Bentheims, das vor der Haustür, nicht? Und, und dann gab es da reizende kleine Hunde. Mein Schwiegervater war begeistert, dass ich diese Hunde so liebte und er liebte sie nämlich auch. Und es gab einen riesen Tisch mit unglaublich viel Kuchen bei meiner Schwiegermutter. Und dann stand ich eben vor diesem reizenden Haus Bosfeld und habe gesagt, ach, hier würde ich eigentlich gerne wohnen. So, aber ohne Hintergedanken. Bald wohnt sie da. 1958 heiraten Fürst Moritz Kasimir und Fürstin Sissi in der Kapelle von Schloss Sreda. Ihr Zuhause ist Sreda in diesen Jahren nicht. Die Gebäude sind vermietet. Viele Jahre hat der Buchclub von Bertelsmann aus dem benachbarten Gütersloh hier sein Verteilzentrum. Der Garten ist öffentlich, der Stadtpark von Sreda. Persönlich führt die Fürstin Besucher durch das Schloss. Eigentlich auch noch das Letzte, was wir hier, so einen schönen bäuerlichen Fachwerk haben, denn aus der Landschaft verschwindet das, zu unserem großen Kummer. Wir haben gekämpft und zwar vollkommen, man konnte also nicht sagen, jetzt wir machen etwas mit dieser Partei oder jener Partei. Alle haben mitgekämpft. Am Anfang bin ich unterstützt worden von den Jusos, dass da 18 Jusos gekommen sind, ziemlich wilde, und wir diskutiert haben. Alte Häuser werden abgerissen oder totsaniert. Rund um das Schloss sollen Straßen entstehen, der Fluss begradigt werden. Die Bundesrepublik im Modernisierungsrausch. Dagegen kämpft die Fürstin. Wenn sie nicht gewesen wäre, dann sähe das hier um das Schloss ganz anders aus, weil ursprünglich einmal beabsichtigt war, da vorne, wo die Kanzlei heute steht, eine vierspurige Straße durch den Park zu bauen. Das hat sie alles
verhindert in einem Einsatz, der ganz bewundernswert war. Darum ist das hier so schön. Sissi zu Bentheim renoviert die Säle in Reda. Unter dicken Schichten von Farbe gelingt es, Tapeten zum Vorschein zu bringen, die das Schloss heute zu einem der schönsten des Landes machen. Die Fürstin wird dafür mit dem Deutschen Denkmalschutzpreis ausgezeichnet. Wenn meine Mutter hier Führung durch das Schloss gemacht hat, da waren wir dabei, haben uns das angehört und es war wie eine Sehenswürdigkeit für uns. Wir haben eigentlich als Kinder immer eine etwas distanzierte Verbindung nach Reda gehabt, weil es ja auch recht weit war. 6 Kilometer. Bis 1988 lebt die fürstliche Familie in Schloss Bosfeld. Hier wachsen die Kinder von Fürst Moritz und Fürstin Sissi auf. Der Fürst verwaltet die Ländereien. Die Söhne gehen auf die örtliche Grundschule. Normal sein will man hier. Doch so einfach ist das nicht. Ich habe meine Freunde als Kind habe ich mir immer sehr selektiert und hatte dann auch immer eigentlich eine Bezugsperson und einen Freund letztendlich, einen engen Freund. Und die anderen habe ich so ein bisschen, war ich etwas vorsichtiger auch. Mit 10 Jahren kommen die Prinzen Christoph und Maximilian aufs Internat, nach Salem. Der Leiter ist ein Freund der Familie. Christoph ist Erbprinz, soll der nächste Fürst zu Bentheim-Tecklenburg werden. Eine Woche nach seinem Abitur verunglückt er tödlich. Der Tod meines Bruders war ein traumatisches Ereignis natürlich für mich persönlich. Ich war gerade im Abitur in England, aber auch für meine ganze Familie. Christoph stirbt bei einem Autounfall, wie sein Großvater. Ich habe mich mit Christoph gerade noch die Nacht davor bis 1 Uhr nachts unterhalten. Und er war sehr politisch. Er hat sich sehr, sehr intensiv mit Politik beschäftigt und überhaupt mit seiner möglichen späteren Aufgabe. Und er wollte immer wissen, Mami, warum machst du das so? Warum machst du das so? Prinz Christoph spielte Theater. Er hatte viel vor, liebte es zu reisen. Er war in Indien als Austauschschüler, er war in Sizilien, er war in Afrika bei meiner Mutter. Er hat sein Leben so vollgepackt mit unglaublichen, interessanten Dingen. Ich denke, er hat sein Leben gelebt. Also ich meine, das klingt schlimm, wenn ich das so sage. Aber Christoph war ein wunderbarer Mensch, aber es war seine Zeit. Das sehe ich einfach philosophisch oder ich weiß nicht, religiös oder wie soll man das auch sagen. Prinz Christoph war darauf vorbereitet, eines Tages Fürst zu werden. Doch nun musste der jüngere Bruder ran. Das hatte eine Art Chaos hervorgerufen, wo sich dann eigentlich erst mit der Zeit der Staub setzte und dann auch ergab, dass ich in diese Rolle hineinschlüpfen musste, die er eigentlich für sich innehatte. Noch war für Prinz Maximilian Zeit, sich fern der Heimat auf die Rolle des Erbprinzen von Schloss Reda vorzubereiten. In England war es nicht bekannt, dass ich ein Prinz bin. Und das hat das Leben dort sehr viel einfacher gemacht, sehr viel entspannter. Heute leben Fürstin Sissi und Fürst Moritz Kasimir auf ihrem Alterssitz im Kloster Herzebrock. Der Fürst hat sich, schwer krank, vollkommen zurückgezogen. Die Fürstin betreibt seit vielen Jahren eine kleine Galerie in Herzebrock. Noch immer gibt es dort regelmäßig Ausstellungen bedeutender Künstler. Seit einigen Jahren lebt und arbeitet auch Prinz Nikolaus hier, der Bruder des Fürsten. Er ist ein bekannter Surrealist, hat fast 40 Jahre in Rom gewohnt. Es ist ein ruhiges Leben, genau wie es der Fürst und sein Bruder immer geliebt haben. Bei den Benthemiden ist das so Brauch. Wir sind die Benthemiden. Eben nicht so sehr in die Erscheinung zu treten, nur alleine zu sein, so eine der angenehmsten Sachen. Zurückgezogen sein. Erbprinz Maximilian macht in England Abitur,
studiert an einer Elite-Universität. Er fühlt sich dort zu Hause. Unter anderen Voraussetzungen wäre er sicher geblieben. Maxi war auf dem besten und anspruchsvollsten Knabeninternat in England, in Winchester. Ganz klar besser als Eton. Danach ging er nach Cambridge. Das ist der Traum eines jeden Engländers. Es als Ausländer zu schaffen, ist wirklich ungewöhnlich. Es ist absolute Spitzenklasse. Er war viel mehr als nur integriert. Von außen hat er es geschafft, das Höchste zu erreichen. Und das ist wirklich ungewöhnlich. Seine zukünftige Prinzessin findet er im Süden Englands. Marissa Fortescue stammt aus uraltem britischem Adel. Es stand eigentlich immer fest, dass ich irgendwann zurückkommen muss und soll. Und sie ist das, hat das sehr positiv begleitet. An der Seite des Prinzen sieht die Lady ihren Platz. Es ist eine große Ehre, diese Geschichte weiterzuführen und unser Zuhause zu führen. Man könnte das als Last sehen, aber ich finde, wir sollen das positiv sehen, als wir müssen diese Traditionen weiterführen. Ich bin sehr glücklich dabei. 2001 findet wieder eine Hochzeit statt auf Schloss Reda. Volk und Kameras warten draußen. In Freud und Leid, treu bleiben, bis der Tod euch scheidet. So antworte ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Begeistert empfangen die Reda-Bürger ihre neue Prinzessin. Der Prinz und seine Gemahlin haben sich viel vorgenommen. Das Schloss soll wieder Redas Zentrum werden. Ihren Platz sieht das junge Paar am Stammsitz der Fürsten zu Bentheim-Tecklenburg. Sie ist die Ehefrau eines Prinzen. Sie muss alles organisieren. Sie leitet das Schloss und den Garten und alle Veranstaltungen. Das ist eine große Aufgabe. Prinzessin Marissa hat Theologie studiert, dann in London beim Auktionshaus Christie's gearbeitet. Als sie Prinz Maximilian kennenlernt, spricht die Britin kein Wort Deutsch. Das ist schwierig für jeden. Was ich so außerordentlich finde, ist, dass sie es geschafft hat. Und nicht nur das, sondern dass Maxi von vornherein wusste, dass sie es schaffen würde. Schützenfest in Reda. Seit mehr als 175 Jahren gibt es den Schützenverein. Erbprinz und Erbprinzessin sind Mitglied, wie alle Vorfahren seit der Gründung. Auch das gehört zum Joballtag. In unserer Region haben die Unternehmen Umsatzzahlen, die sozusagen ins Gigantische gehen teilweise. Und trotzdem können wir uns hier sehr, sehr gut behaupten, weil einfach die Geschichte, die da ist, ist ein großes Gewicht, hat ein großes Gewicht, gerade in Westfalen. In Westfalen ist sehr traditionsbewusst. Der Kreis Gütersloh hat sich nach dem Krieg rasant verändert. Mit 20.000 Unternehmen gehört er zu den wirtschaftsstärksten Regionen Nordrhein-Westfalens. Besonders ein Unternehmen sticht heraus: Bertelsmann. Mit einem Milliardenumsatz einer der größten Verlage der Welt. Bertelsmann war um 1840 der Hofdrucker des damaligen Fürsten zu Bentheim. Wenn Sie in unser Archiv gehen, sehen Sie alle möglichen Unterlagen, die von Karl Bertelsmann persönlich noch gedruckt wurden. Das Fürstenhaus ist eine Wirtschaftsmacht in Reda. An dem erfolgreichen Möbelunternehmen Kor Interlübke war die Fürstenfamilie zu Bentheim-Tecklenburg sogar einmal beteiligt. Erbprinz und Erbprinzessin kennt in Reda jeder. Das Fürstenhaus wird also hier von der Bevölkerung komplett akzeptiert. Und aufgrund ihres doch recht großen Grundbesitzes haben sie schon eine sehr große Bedeutung. Schloss Reda liegt mitten in der Stadt. Das Riesenareal ist heute zu großen Teilen vermietet. Unternehmen unterhalten hier ihre Firmensitze. Verkauft wird nichts. Wir sind hier verwurzelt und
wenn wir nun alles das, was wir haben, verkaufen würden, von jetzt auf gleich, also wie das andere ja teilweise leider auch getan haben, dann würde es uns wahrscheinlich auch ganz gut gehen finanziell. Die Bentheim-Tecklenburgs sind Großgrundbesitzer. Land und vor allem Forstwirtschaft sind die Basis ihres Vermögens. Unzählige Immobilien in der Region, teilweise seit Jahrhunderten im Familienbesitz, sind gewinnbringend vermietet. Auch wenn die eigentliche Macht nicht mehr da ist, aber die Verantwortung und der Besitz sind noch da. Und das wird halt auch in behutsamer Weise hier weiter vorangetrieben und zusammengehalten. Dieser Besitz ist in den letzten Jahrzehnten nicht geschrumpft, er ist behutsam gewachsen. Ich glaube, dass der Erbprinz nicht das Traumleben des Prinzen täglich lebt, sondern er lebt das schon in der Hier- und Jetzt-Welt und in der Tagesaufgabe. Und würde auch dieser Tagesaufgabe nicht gerecht werden können, wenn er ständig nur darüber nachdenkt, dass er der Prinz ist. Der Erbprinz bezeichnet sich als Geschäftsmann. Er will das Schloss wieder zum geistigen und kulturellen Mittelpunkt des Kreises machen. Der Kreis Gütersloh ist ja eher als wirtschaftsstarker Kreis bekannt, aber auch die weichen Standortfaktoren werden zunehmend eine ganz wichtige Rolle spielen. Und auch da spielt das Fürstenhaus eine bedeutende Rolle. Ein Erbprinz und eine Erbprinzessin mit Wohlfühlfaktor. Als Kirchenpatron und Präsidentin des Roten Kreuzes engagieren sie sich ehrenamtlich. Und wenn das örtliche Krankenhaus schließen soll, geht die fürstliche Familie sogar auf die Straße. Jeder, der dem Prinzen mal begegnet, merkt auch von der Ausstrahlung her, das ist ein bisschen was anderes. Das ist nicht bürgerlich, sondern es ist adelig. Aber das wird überhaupt nicht negativ gesehen. Also hier gibt es auch keinen Dünkel oder irgendwelche Hochnäsigkeiten. Im Gegenteil, man gibt sich hier große Mühe, hier mitzumachen, sich einzubinden und wie gesagt das Haus auch offen zu halten. Frühling im Park heißt das jährliche Gartenfest auf Schloss Rheda. Seit 2003 gibt es diese Verkaufsschau für Gartenartikel mit angeschlossenem Kultur- und Sportprogramm. Diese Idee haben Erbprinz und Erbprinzessin aus England mitgebracht. Zur besseren Vermarktung reist sogar Marissas Tante, Bestsellerautorin Rosamunde Pilcher, ein. Nach ihr wird im fürstlichen Garten eine Rose benannt. Mit Geschichte und Prominenz will man hier Geld verdienen. Ich hoffe sehr, dass es ihnen gelingt, aus Rheda einen wundervollen Anziehungspunkt für Touristen und Architekturbegeisterte zu machen. Rosamunde Pilchers Fans strömen nach Schloss Rheda. Das ist gewollt. Und schließlich scheint manchmal das Leben der Durchlauchten einem Roman der berühmten Tante zu entspringen. Doch das hört man nicht so gerne auf dem Schloss. Ich habe Rosamunde Pilcher sehr gern, aber wir wohnen, das ist das echte Leben, das ist nicht ein Roman. Wenn auch ein privilegiertes Leben. Die Farm in Südafrika besitzen Erbprinz und Erbprinzessin noch immer. Ihr afrikanisches Zuhause würden sie niemals verkaufen. Mit den Kindern fahren sie mindestens einmal im Jahr für einige Wochen hierher. Das ist ein ganz nettes Miteinandersein letztendlich dort, auch mit den Mitarbeitern. So dass meine Kinder beispielsweise jedes Einzelne eine Tauf, wenn man sagt Taufe ist vielleicht das falsche Wort, Namensgebungszeremonie hatten dort, wo dann die heiligen Trommeln herausgeholt wurden, wo getanzt wurde in den traditionellen Kostümen, wo es sehr viel Bier gab und dann auf Spieße aufgespießte Ziegen verspeist wurden durch das Festessen. Hier fängt der Spaß an. Prinz Moritz ist der älteste Sohn von Maximilian und Marissa. Heute gibt es noch zwei kleine Prinzessinnen. Zu den unzähligen Adelstiteln, die er einmal als Fürst tragen wird, kann er noch den Namen Magagen hinzufügen. So lautet sein afrikanischer, den er an diesem Tag erhält. Wir haben alle schwarze Namen. Ich auch. Ich heiße Gugela. Und was heißt das? Keine Ahnung.
Sommer 2009. Der Prinz geht auf Jagd. Ferien zu Hause nennt er das. Es ist seine größte Leidenschaft. Kaspar Gerd Heinrich arbeitet seit 1961 für die Fürstenfamilie. Er ist ein gefragter Mann, wenn es um das Fürstenhaus geht. Ja, der Erste ist, ja, wie kann man damit umgehen, wie ist das und so. Ich sage, ganz normal. Ne? Das ist es. Man kann sich da normal mit unterhalten mit allen. Ne? Ob das der Fürst Adolf früher war, ob das der Kasimir war, sein Vater der vom Prinz oder auch jetzt der Prinz und auch die Prinzessin. Festtag auf Schloss Reda. Der 40. Geburtstag des Erbprinzen. Mehr als 300 Gäste sind zu einem Konzert geladen. Würdenträger aus der Region, adlige Freunde und Verwandte aus ganz Europa. Eine private Feier, die gleichzeitig Geschäftstermin ist. Hier sind Traditionspflege und Standortmarketing eins geworden. Dafür schmückt man Schloss und Angestellte. Das finden die Leute, die sind, oh, wieso, was machst du da alle? Ne? So, gibt's doch gar nicht. Ne? Ja, sicher gibt's das. Da können manche können das nicht verstehen, dass man so als normaler Bürger da so dazwischen ist. Ne? Die Prinzen zu Bentheim-Tecklenburg bekennen sich zu ihrer Geschichte. Max war schlau genug zu erkennen, dass es nur klappt, wenn er auch hier lebt. Ansonsten wäre das Schloss nur ein weiteres Hotel geworden. Ich finde es wundervoll, dass Menschen hier Geschichte atmen können. Und es wäre schön, wenn auch Menschen, die sich eigentlich nicht für Geschichte interessieren, über dieses junge Paar zur Tradition finden. Erbprinz Maximilian und Erbprinzessin Marissa sind standesbewusst und geben sich gleichzeitig volksnah. Die Gäste ein Spiegel der westfälischen Gesellschaft. Darunter selbst Präsidenten großer Fußballvereine. Er hat mir versprochen, wenn Schalke 04 mal Champions League-Sieger werden würden, dann dürfen wir auf dem Turm die blau-weiße Fahne essen. Im Fürstenhaus zu Bentheim-Tecklenburg schafft man den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Der Besucher fühlt sich in eine andere Zeit versetzt. Vielleicht ist das der Erfolgsfaktor. Geht immer weiter. Die Tradition, die wird fortgeführt. Der Sohn, der ist jetzt 11, der wartet schon jeden Tag drauf, dass er mitkam. Bald werden Maximilian und Marissa Fürst und Fürstin sein. Sie werden ein offenes Haus führen. Jeder soll kommen. Volk und Adel. Das ist uns sehr wichtig, dass eben alle mit dabei sind und sich auch alle wohlfühlen an diesem Ort. Das habe ich teilweise erreicht, aber es ist natürlich eine Aufgabe, die kein Ende nimmt. Die Bentheim-Tecklenburgs. Eine Dynastie in Nordrhein-Westfalen mit fürstlicher Zukunft.